Oh, come on! Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Der Herr Lehmann ist bei der Christiane und bei der Jana. Guten Tag. Hallo. Hallo. Was macht ihr? Was wir machen, Jana und ich, wir leiten eine Agentur und sind beide noch selber als Model unterwegs. Ich habe in den sozialen Netzwerken und auch in den Zeitungen gelesen, dass ihr euch für den Tierschutz engagiert. Was ist der Hintergrund oder was hat euch bewogen, euch damit zu beschäftigen, euch auseinanderzusetzen? Ja, wir beide sind schon seit längerem engagierte Tierschützerin. Wir haben zuvor immer nur so kleinere Projekte gemacht. Wir haben Doggy Days in Tierheimen organisiert. Wir haben Sachspenden gesammelt, haben auch mal ein Kalenderprojekt jetzt zusammen gemacht. Ja, und jetzt haben wir uns einfach mal überlegt, was Größeres umzusetzen. Kleinere Projekte, größere Projekte, ist es jetzt der Umfang der Arbeiten oder ist es der Umfang der Unterstützung? Das ist beides. Also beide, die Arbeit ist natürlich immenser jetzt geworden durch unser neues Tierschutzprojekt und natürlich auch die Investitionen und vor allen Dingen auch der Umfang und der Erlös sowieso. Ich habe weiterhin ist ja dort in den Bildern, in den sozialen Netzwerken, da ging es auch um ein Auto. Was hat jetzt ein Auto mit Tierschutz zu tun? Ja, wir beide haben uns überlegt, wie kann man Tuning, Autos, Frauen und Tierschutz miteinander kombinieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen uns dann mal ein kleines Konzept einfallen und machen aus einer Schrottkarre ein Schmuckstück. Und der Erlös soll dann an die Streunerhilfe Bulgarien e.V. gespendet werden. Das ist also ein Auto vom Schrottplatz geholt, auf gut Deutsch gesagt, wo ihr jetzt Leute sucht, die euch unterstützen. Das Auto hat uns der David Bersch gesponsert, das ist Autopark Bersch. Der hat uns das Auto gesponsert und wir haben schon einige Leute mit ins Boot gezogen, die uns, was das Auto betrifft, mithelfen. Genau. Das war jetzt meine nächste Frage, wie ist der Stand der Dinge? Wie hat das Auto schon Räder? Oder? Ja, also erstmal, was ist es für ein Auto? Ne? Es ist ein Audi 80 Cabrio, ne? Den hat der Autopark Bersch uns gesponsert und wir haben uns quasi so ein kleines Team zusammengebastelt, was die uns unterstützen, Schraube aus Leidenschaft. Und wir haben am Anfang ein Video gedreht, das hat mit uns Mountrix Production gemacht, dann Vortrieb, Dresden hat uns viel dabei geholfen, was die Videoproduktion betrifft. Der Dirk Eckert von Saxcon Immobilien hat uns geholfen, der André Langer von Swiss Life Select. Der René Delane hat uns viel geholfen, was jetzt Programmierarbeiten angeht und ein Check uns ausgestellt von KISS Consult. Dann der Christopher Eibisch, der hat eigentlich eine ganz besondere Rolle bei uns. Bei dem steht das Auto im Erzgebirge, das nennt sich Low Erz Performance. Und der hat eigentlich so, sag ich jetzt mal, Plan. Ne? Der hat uns ein Konzept erstellt, was wir alles brauchen, beziehungsweise ja, strukturiert quasi so ein bisschen den Plan, wie das Auto dann im Endeffekt aussehen soll. Also wenn euch jetzt jemand unterstützen will oder sagt, ich habe ja auch passend zu dem Auto jetzt Teile in meinem Keller, in meiner Garage rumliegen, ihr sollten euch lieber vorneweg erst fragen, ob ihr sie braucht oder sollen sie euch die einfach vor uns hier legen? Also ganz großer Aufruf an euch alle da draußen. Wir suchen natürlich tatkräftige Unterstützung, was jetzt Sponsoren angeht, Autoteile, Leute, die sagen, hey, wir finden eures Projekt cool, wir teilen das mal auf Facebook oder etc. pp. Was jetzt nicht so gut wäre, jetzt einfach uns jetzt Müll zuzuschicken oder Schrott zuzuschicken. Also wir wollen jetzt keine Müllhalde aufmachen oder den Ludwigs Konkurrenz machen, sondern wir wollen schon, wir brauchen schon Teile, was das Auto betrifft. Also es wäre schön, wenn ihr vorher anfragen würdet, bei Facebook einfach Gypsy Animal Car Project eingeben oder auf unserer Webseite gypsy.de und dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Also das wäre cool. Also jeder, der euch unterstützen will, Kontakt aufnehmen und dann wird euch mitgeteilt. Genau, dann einfach Kontakt aufnehmen, sagen, hey, wir wollen euch unterstützen, das Projekt ist cool und dann sagen wir euch, was wir brauchen. Wer euch live treffen will oder euch auch mal sehen will, wo seid ihr in der nächsten Zeit anzutreffen? Ja, wir sind natürlich auf vielen Tuning-Treffen. Wir waren jetzt schon auf der XS-Night, wir waren auf der Tuning World Bodensee.
jetzt demnächst sind wir auf dem VW-Boxenstopp am 24.07. Am 6.08. sind wir auf dem E91 Freaks BMW-Treff. Dort werdet ihr uns auch treffen. Also wir versuchen überall den Tierschutz in der Tuning-Szene mit unterzubringen. Also es wäre cool. Nächstes Jahr dann zur Tuning wird Bodensee, seht ihr uns dann auch live. Dort wird das Auto dann versteigert. Und dort werden natürlich auch tatkräftig Leute gesucht, die dort werden natürlich steigern. Auch nochmal tatkräftig Leute unterstützt. Also Sinn dahinter ist es eigentlich, das Auto durch Lose zu versteigern. Also ihr könnt dann quasi ein Los kaufen und dann mit viel Glück auf der Tuning World Bodensee dann euren Namen gezogen. Nochmal zu dem Tierschutz. Es war Bulgarien, von Bulgarien die Rede. Und wie heißt der Tierschutzverein und warum Bulgarien? Genau, also wir haben einen Tierschutzverein gesucht, der wirklich aus den ärmeren Ländern kommt. Weil hier in Deutschland ist es ja so, dass viele Tierheime schon staatlich unterstützt werden und manchmal schon, sogar schon zu viel Futter irgendwo rumstehen haben, wo sie gar nicht mehr wissen, wo es hin soll. Klar freut sich jeder über eine Spende, also dort auch wieder weiter unterstützen die Tierheime, aber wir wollten wirklich was in den ärmeren Ländern suchen und sind deswegen auf die Streunerhilfe Bulgarien e.V. gekommen, mit denen wir auch jetzt kooperieren. Und dort sollen hoffentlich, wenn wir es schaffen, für das Auto 10.000 Euro hingespendet werden. Und dann fahrt ihr runter, schafft ihr Check-in oder wird das in Form von Lateralien? Genau, also wenn diese Versteigerung dann auf der Tuning World gemacht wird, dann wird auch jemand von dem Tierschutzverein mit vor Ort sein. Einfach damit auch jeder sieht, dass das Geld auch wirklich eins zu eins dahin geht, weil wir machen das auch alles wegen den Tieren zuliebe und die vier Pfoten, denen soll es ja am Ende gut gehen. Deswegen, da wird jemand dabei sein. Also es ist garantiert, dass es ganz ehrenamtlich ist. Dass genau. Das Geld 1 zu 1. Genau, denn Geld dürfen wir zum Beispiel gar nicht annehmen, weil es ist wirklich so, dass wir nur Sachspenden für dieses Auto annehmen dürfen und dann das Geld am Ende kriegt dann gleich der Tierschutz, weil wir wollen uns ja nicht daran bereichern. Dann danke ich dir, Jona. Ja, bitte. Christiane und Jana, da danke ich ganz herzlich, dass ihr jetzt Zeit für mich gehabt habt, für das Interview. Und ich denke, wenn es was Neues gibt, treffen wir uns wieder und dann machen wir wieder ein kurzes Ding. Ja, es wäre schön, wenn du monatlich über uns berichten könntest, dass die Leute auch sehen, wie weit wir sind mit Bildern etc. Und liebe Leute da draußen, liebe Tierschützer oder liebe Tierliebhaber oder Autoliebhaber, wie auch immer, wir zählen auf eure Unterstützung, lasst uns ein geiles Projekt draus machen, lasst uns andere Leute damit anstecken, die sagen, hey cool, da ist Sinn dahinter und wir unterstützen euch. Also wir freuen uns auf jeden Zuspruch. Genau, für die Tiere. Macht's gut. Tschüss. Und ihr findet uns natürlich, wenn ihr euch auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, findet ihr uns auf Facebook unter Gypsy Animal Car Project oder eben unter gypsy.de.